Der Winter ist also zurück in Zürich und wir haben einen neuen Papst aus Argentinien. Doch das wirkliche Highlight aus den letzten Tagen ist der Loris Marder Benito. Mit seiner Aktion hat er sogar in die Nachrichten, zum Beispiel von der New York Times, von BBC, von RTL, von ARD und Pro 7 geschafft. Und das Video glänzt auf YouTube momentan mit etwa 3,7 Millionen Klicks. Doch zum Marder und auch zum Loris kommen wir später auch noch. Zuerst gibt es noch ein paar Fußballinformationen. Am 17. April findet der Cup-Halbfinal im letzten Rund statt gegen GC. Und ab heute kann man Tickets posten. Bei uns hat heute der Vorverkauf für den Cup-Halbfinal gestartet gegen den Grasshopper Club Zürich am 17. April im Stadion Letzigrund. Wir verkaufen Tickets für Saisonkartenbesitzer. Die haben ein Vorverkaufsrecht bis am 25. März. Die Saisonkartenbesitzer können die Tickets bei uns im Fanshop holen oder über den Ticket-Webshop, über unsere Homepage posten. Man kann sonst den öffentlichen Vorverkauf kann man benutzen über den Ticket-Corner, aber natürlich auch hier bei uns im Fanshop. Ab dem 25. März gehen dann sämtliche nicht gekaufte Billets der Saisonkartenbesitzer in den öffentlichen Verkauf. Dort gibt es also sicher dann nochmal mehr Billets und mehr Auswahl. Und wenn wir schon beim Cup sind, dann bleiben wir gerade und auch noch beim Cup-Halbfinale. Der nämlich gegen IB von der FCZ Frauen. Der findet dann am 1. April am 3 am Nachmittag im Herren Schürli statt. Und jetzt endlich kommen wir zu unserem Marder-Freund Loris Benito. Der hat durch seine Aktion im letzten Spiel gegen Thun nämlich schon fast Weltruhm erlangt. Klicks auf YouTube werden von Minute zu Minute mehr. Uns nimmt es jetzt aber natürlich Wunder, wie geht es seinem Finger und was hat er alles für Reaktionen gehabt in den letzten paar Tagen? Das erste Mal im Finger geht es gut. Hat sich eigentlich gut erholt. Der Biss war zwar tief, aber durch die Hilfe unserer Physios ist das alles wieder gut gekommen. Und die Reaktionen, ja, es ist, ich bin selber wahnsinnig überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass das so eine Welle wird schlagen. Ich habe wirklich von jeglicher Seite Reaktionen bekommen, vom Ausland, von Orten, wo ich nie gedacht hätte, dass das bis dahin kommt. Das war wirklich Wahnsinn gewesen. Was haben wir für Fernsehstationen gehabt? Wo du jetzt, also weißt, wenn du sagst, du hast Reaktionen vom Ausland bekommen, wo sind die überall? Ja, also zum Beispiel ein ehemaliger Lehrer von mir ist in Amerika, in Daytona Beach. Der hat mir ein Foto geschickt von einer Mall, wo er gerade das Video auf YouTube gesehen hat, dort an dem Bildschirm. Dann habe ich einen Kollegen, der in Australien ist, und gesagt, dass mich dort jeder überall kennt. Dann habe ich Sendungen, die ich selber auch schaue. Also RTL.12 war ich drin, Pro7 News, das ist wirklich Wahnsinn. Ich finde, es ist etwas Spezielles, so einen Marder können oder dürfen in den Händen heben, ob du dich richtig verhalten hast und was der Marder für ein Tier ist, das erfahren wir jetzt. Es ist eigentlich ein Tier, das durch den Tag normalerweise schlafen und ist eigentlich nachtaktiv. Und die meisten können ihn, weil es ihn vielleicht nachts ein bisschen sehen, manchmal in einer Quartierstrasse, wenn er über die Strasse rübergumpelt. Oder in den Siedlungsräumen gibt es auch viel, dass er die Nacht in einem Dachstock oben Nacht aktiv ist und rumpelt und die Leute nicht können schlafen können. Nein, das war sicher etwas Spezielles in diesem Fall, so wie ich es mitbekommen habe durch die Presse. Man muss im Prinzip ein Wildtier gar nicht versuchen einzufangen. Das findet immer den Weg wieder, dass es in die Freiheit kommen kann oder dort durch, wo es will. Also grundsätzlich gilt ja nicht, ein Wildtier anlängen, berühren, sonst könnte es eben zu Schmerzen kommen oder so. Bevor du jetzt aber den Namen der Marder bekommst, wollen wir natürlich ein bisschen aufs Fußball eingehen, wollen wir ein bisschen über Fußball reden. Der Stadtclub zeigt sich extrem stark in der Rückrunde. Was ist in dieser Pause genau passiert? Ja, es ist noch schwierig, jetzt so eine Antwort darauf zu geben, so schnell. Wir haben sicher zueinander gefunden, wenn man das so sagen kann. Ich finde, wir sind im Kollektiv als Team sind wir stärker geworden. Weil, denke als Mannschaft von den Spielern her hat jeder von Anfang an gewusst, dass wir eigentlich eine gute Mannschaft sind. Wichtig ist, dass man das dann einfach als Team auf den Platz bringt. Und das ist eigentlich in unserer Vorrunde nicht gelungen. Was uns jetzt aber gelingt und auch umso stärker macht. St. Gallen hat gegen Thun jetzt Punkte liegen lassen. Sio und Ibe, das sind unsere nächsten eigentlich Gegner, die wir gerade haben, die spielen gegeneinander. Wir kommen Genf Servette über. Nachher wartet St. Gallen auf uns. Im Moment läuft ein bisschen alles für uns und für die Tabellen. Da fragt man sich, wo geht das noch hin? Wie weit können wir noch spielen? Wie weit dürfen wir noch träumen? Ja, als wir in die Rückrunde gestartet sind, war es, denke ich, mal nicht einfach gewesen, zu definieren, wo wir wollen.
Also, mal, wo an wenn man ist natürlich klar, wir wollen weiterführen. Mit dem super Start, der es gelungen ist, sind uns jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten vom Wunschdenken aufgemacht worden. Ich denke, wenn man jetzt sieht, dass wir 7 Punkte auf den 3. Platz haben, ich meine, es ist so schnell gegangen, dass wir das Thema geworden sind, um wieder vorne mitspielen. Dann dürfen wir jetzt natürlich auch auf den 3. Platz natürlich von dem träumen und einfach zum Europäischen dabei sein. Was Gegner anbelangt, ist klar, wir gehen jetzt ein, zwei Mal wieder mehr als Favorit ins Spiel. Ich denke, gegen Servet haben wir es auch heute im Training angeschaut. Die Resultate, die sie gemacht haben in den letzten Spielen, sind nicht so schlecht. Das heisst, dürfen wir sie sowieso nie. Und von dem her denke ich, müssen wir einfach so weiterfahren, wie es bis jetzt ist. Wir dürfen nicht zu fest hinterfragen, warum das es ist. Manchmal muss man den Moment einfach so mitziehen, auf dieser Welle weiterreiten. Und dann kommt alles von alleine.